Gibt's doch bestimmt auch eine andere Alternative, oder? Na, was soll's, bau zwei davon. Hofft, dass irgendwas kopiert wird? Nö, wurde nicht kopiert. Dann mach bitte da und da. Gut. So, was ist mit dir? Warum arbeitest du nicht? Weil du noch zu viel Kupfer drin hast, ja. Achso, und schnellere Fließbänder am Inventar ist völlig zugemüllt. Das. Die bitte alle raus. Dip, 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 dip. Wo sind die ganzen roten Fließbänder hin? Die sind bestimmt irgendwo im System gelandet, ja? Ich hätte gerne rote Fließbänder. Und ich hätte gerne lila Kiste. Und da hätte ich gerne alles reingeschmissen, was ich nicht unbedingt tragen möchte. Wobei, das brauche ich. Weiß ich noch nicht. Der Rest hält sich so in Grenzen. Ja, es reicht erstmal. So, Angriffe gleichzeitig oben rechts und unten links. Sachen werden beschädigt, aber das ist nicht so schlimm. Ich will Ressourcen. Kupfer ist momentan ein bisschen problematisch. Ja. Ein paar von euch umstellen. Mal Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. So. Und das eine Fließband kommt hinten und vorne nicht hinterher. Naja, es kommt nur nicht hinterher, weil die nicht hinterherkommen. Okay, wie ist das mit denen hier? Genau, bauen nochmal mehr von den besseren Furnissen, damit das hier alles MK2-Versionen sind. Wie sieht es mit Strom aus? 11 Gigajoule. Alles super. Okay. Dann setz mal die restlichen Akkus hier. Oh, ich könnte das Upgrade-Tool mal testen. Bau mal ein so ein Upgrade-Tool und tu die besseren Akkus einfach in irgendeine gelbe Kiste. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich dachte, das funktioniert. Und es wird verdoppelt. Sehr schön. Tu das mal da rein, bitte. So, ich nehme jetzt das Upgrade-Tool und ziehe das über die Dinger. Und in meiner Erwartungshaltung ist es jetzt so, dass die jetzt automatisch ersetzt werden durch MK2s. Wenn irgendeiner der Construction Bots da die Zeit für findet. Macht er aber leider nicht. Okay, könnte daran liegen, dass es halt Replicator Mod ist und nicht irgendwas, was das Ding kennt. Deswegen tue ich jetzt mal die gelben Fabriken hier rein und mache den Upgrade-Dingens da über eine blaue Fabrik. Das sind hier alles noch blaue Fabriken. Und warte, was passiert. Die vier müssten jetzt hier gelb werden. Okay, es kann sein, dass die Construction Bots gerade viel zu tun haben. Die haben ja die Farm zu befüllen, die haben alles zu reparieren und so weiter. Aber es sieht nicht danach aus. Und auch die Dinger da wurden nicht upgraded. Nee, steht im Tooltip irgendwas? Tooltips überlese ich immer ganz gerne. Da steht Replacer. Ja. Okay. Es replaced noch nicht. Ah, sehr schade, sehr schade. Aber vielleicht macht das ja auch was vollkommen anderes, als ich dachte, dass es machen würde. Sei es drum. Na gut, ich nehme dann einfach von Hand die Dinger da. Und setze die hier hin, dann ist gut. Achso, da. Was fehlt jetzt schon wieder? Stahl. Achso, ich brauche mehr Stahl als 200. Ja, bau 400 Stahl. Ist okay. Dann gib mir den da. Dip, 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 dip. So. Und da. Es dauert eine Weile. Okay. Kriegt ganz viel Stahl wieder angeflogen. Das ist nett von euch. Danke. Und noch mehr Grünchips bauen. Ja, gib mir mal hier ein Stack von. Was fehlt dir? Gold.
Ja, dafür hätte ich eigentlich ganz gerne erstmal eine bessere Picke. Weil Gold abbauen mit unserer Picke ist irgendwie doof. Ja, hier wurde nichts upgraded. Das waren wir mit dem Upgraden, richtig? Ja, das waren wir, glaube ich. Oh, Forschung. Wir haben wieder keine blauen Tränke im System. Haben wir noch irgendwas Rot-Grünes? Expansion Bay. Forschung. Warum nicht? Wir kopieren gerade ganz viele Magnete, obwohl wir sie eigentlich gar nicht brauchen. Die Roboter sind immer noch ausgelastet mit dem Wegtransportieren hiervon. Weil ich denen da eigentlich mal helfen könnte. Oh, ich bin voll. Ja, ja. Okay. Oh, und ich werde mehr gelbe Kisten brauchen, ja. Habe ich auch schon welche gebaut, ne? Ja. Mach mal hier alles auch noch voll. Kann ich da trotzdem irgendwie durchlaufen? Oh, das ist ein bisschen gefährlich. Aber na gut. Bidibib, bidibib, bidibib. Yep, 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 yep. Gib mir. Wow. Echt viel Zeug. Okay. Weg, weg. Jo. Die hätte ich auch noch ganz gerne. Also die müssen jetzt auch noch zu. Lalala, so. Weg, 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 weg. Und die Augstation ist immer noch am Bauen. Ah, das ist echt ein abgefahrenes Ding. Aber das muss so geil sein, wenn es da ist. So, und ich habe noch ein bisschen mehr zum Ausladen. Dirty Iron Ore zum Beispiel. Fällt mir gerade ein. Haben wir das automatisiert? Durch einen Replicator, oder? Also, dass ein Replicator da ist, der Dirty Iron Ore produziert, damit die Fabric-Lösung gemacht wird. Nee, haben wir nicht. Wir haben eine Kiste voll mit dreckigem Erz. Das irgendwann mal alle ist. Aber das scheint gerade kein Bedarf da zu sein. Okay. Du hast keinen Brennstoff. Okay. Du kriegst noch ein bisschen mehr. Hier müssten wir jetzt eigentlich einen Electrical, Chemical, was auch immer hinpacken. Den da. Aber der ist zu groß. Fürs Erste. So, die weiße Schiffsproduktion hier unten kann jetzt weg, richtig? Wir haben jetzt alles oben in teilweise sogar zweifache Ausführung. Genau. Also weg, weg. So, können wir das einfach so zerstören? Weiß ich nicht. Also das kann weg, das haben wir oben. Das kann weg, das haben wir oben. Die Zäpfchen müssen jetzt nicht mehr weitergereicht werden. Die müssen einfach nur ins System. So. Die Kiste dementsprechend kann auch weg. Die weißen Platten werden auch oben hergestellt. Und das brauchen wir dann nicht, weil Holz auch oben hergestellt wird. Und ich brauche sowas von wieder eine Runde. Ich habe sie nicht beschränkt. Jupp. Ja. Gut. Nimm das alles mit. Lass mich in Ruhe. Mach hier draus auch eine lila Kiste. Das bitte alles mitnehmen. So, was noch? Resin wird hier unten irgendwo hergestellt. Und kommt in eine Kiste. Gut, das heißt, das Ärmchen muss aufhören zu arbeiten. Das hilft schon mal ungemein. Heavy Oil, Lubricant und Petroleumgas müssen wir noch so umfüllen, dass es in Fässer gepackt wird. Du wartest auf eine Füllung, okay. Ja genau, das müssen wir auch noch alles umbauen dementsprechend. Aber das eilt ja nicht so sehr. Hauptsache wir haben die Flüssigkeiten erst mal, das war nicht gut. Die Zäpfchenproduktion, diese komischen Kugelproduktion, die Produktion hiervon, also diese ganze Kette. Vom Wasser übers Salz zur Ferric-Lösung und zu den Zäpfchen. Die müssten wir nochmal woanders aufbauen. Sie funktioniert hier zwar, aber mir ist das ehrlich gesagt viel zu nah dran an dem. Naja, es geht. Wenn wir das ein bisschen aufräumen, dann kann es vielleicht stehen bleiben. So, das hier kann alles weg. Das ganze Untergrundgewuselgedöns.
Das heißt, ich mache jetzt hier mit dem roten richtig. Gehe jetzt einfach einmal hier rüber. Darüber, darüber. Die Ärmchen weg, die Kiste weg. Die Fabrik da weg. Ah, ich mache jetzt irgendwas kaputt, oder? So, die Kiste, die ich vor kurzem das gesetzt habe, kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Hier kommt Plastik an. Das Plastik brauchen wir jetzt auch nicht mehr, ne? Nein, ich glaube nicht. Angriff im Westen. Ist okay. So, das kann auch alles weg. Die brauchen wir nicht mehr. So, du bist notwendig. Ist da sofort, damit wir Blei haben für die Sonderschmelzen. Dich brauchen wir. Und ja, ich hoffe, die Sonderschmelzen kommen irgendwann mal zu Blei, damit sie das Ganze hier abbauen können. Die sind noch am Fliegen, die sind am Arbeiten. Das weg, das weg, das weg. Und du hast keinen Strom. Das ist nicht schön. Aber wir haben ja inzwischen das AUX-Ding, das wir irgendwo hinsetzen können. Da kriegst du trotzdem noch keinen Strom. Da. Okay, also AUX-Ding, wo bist du? Es wurde leider nicht kopiert. Das ist schade. Was ruckelt, wenn ich es platzieren will? Ah, herrlich. Oh, das ist groß. Ich glaube, ich bapp das mal. Es hat keine Mitte. Ich bapp es mal hier hin. Nee, es muss einmal weiter nach links. So. Das sieht da am Rand gut aus. Also es ist ein, wenn nicht sogar zwei vor den Türmen. Und es ist alles drin. Gut, das heißt, ich kann jetzt alle verdammten Holes hier wegmachen. Und habe dann richtig schön viel Platz für was auch immer ich machen will. Wobei ich denke, ich lasse es so, wie es ist. Also ich könnte jetzt kompakter bauen, das ist richtig. Aber wozu? Ich finde das so eigentlich ganz praktisch, weil dann kann man überall durchlaufen, man hat ein bisschen bessere Übersicht. Das ist alles schnieke. Und wenn ich jetzt in Zukunft irgendwas irgendwo hinbauen will, dann muss ich mich halt nicht danach orientieren, wie ist das Muster. Weil es gibt kein Muster mehr. Es gibt jetzt nachher 6 von diesen Auxiliary Stations. Wenn überhaupt, bis wo ist die Abdeckung? Ja, doch 6 kommt hin. Wir machen das hier alles auch noch weg später. Also 6 oder, keine Ahnung, 8 von den Auxiliary Stations und das ist denn unser Muster. Alles andere ist Banane. Boah, ist das geil. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Bis wir die nächste bauen, dauert das noch ein bisschen. Das heißt, jetzt mache ich das ganze Gewusel hier weg. Einfach nur für mich, damit es schick aussieht. Oh, oh. Das war nicht gut. Du warst noch für irgendwas Wichtiges da. Ach so. Wir müssen trotzdem den Rest der Basis aber weiterhin mit der Station da verbinden, richtig? Ja, sonst haben wir ein Problem. Also die hier versorgt jetzt alle Gebäude. Aber sie kriegt nur Strom, wenn sie mit einem Kabel verbunden ist. Nicht durch die Überlappung. Ja, okay. Brauchst du selber auch Strom? Wenn ja, das ist vernachlässigbar. Okay. Wir haben gerade keinen Strom durch Solarpanels. Und wir ziehen nur 6 MW aus Akkus. Ja. Gut. Das heißt, wenn wir noch ein Steam Engine Power Plant Dings hätten, also von denen da, dann würden wir nicht mal Akkus verbrauchen in der Nacht. Wenn nicht geschossen wird. Und das mit dem Strom, also mit den Fuel Blocks, sieht richtig gut aus. Schön. Können wir das hier unten auch wegmachen? Nee, ne? Ne, dafür bräuchten wir noch ein AUX-Ding und da fehlt uns grünes Zeug für. Bitte vorder grünes Zeug an. Da. Viel grünes Zeug. Wobei, wofür genau brauchten wir das grüne Zeug? Für die Iron Conduits. Die Iron Conduits brauchen Magnete und Superkondukte. Magnete habe ich eigentlich ein paar. Brauchen wir mehr Conduits? Wie viel brauchen wir insgesamt für einen?
12. Okay. Bau mal ein paar Conduits. Miep, 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 miep. Gut, die hier mach mal auch hier in die lila Kiste. Wobei ich vorsichtig sein müsste. Ich habe jetzt schon so viele lila Kisten gesetzt, dass die Roboter alle am Rad drehen müssten inzwischen.